Hallo zu einer neuen Folge Bunte Lipgloss. Und wenn ihr euch gerade in der Familienplanung befindet oder einfach nur ein sexy Date wollt, dann seid ihr in dieser Folge genau richtig. Schauspielerin Zila Shahin hat ein echt sexy Kochbuch geschrieben und, das kann ich euch sagen, da geht's ganz schön zur Sache. Anmachdatteln, Fruchtbarkeitsmarmelade oder auch Aphrodites Liebeselixier. Zila hat mir verraten, so habe ich meine zwei Kinder bekommen. Da hat's Ehemann, Fußballprofi Samuel Rattlinger, offensichtlich richtig gut geschmeckt. Wir sprechen außerdem über ihren Alltag als Zweifachmama, wo sie ihre Kinder schon mal vergessen hat, warum Augenpads für sie unverzichtbar sind und ob die Familienplanung jetzt wirklich abgeschlossen ist. Los geht's mit der neuen Folge Bunte Lipgloss und der sympathischen Zila Shahin. Zuhören macht schön. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast. Herzlich willkommen hier im wunderschönen Titanic Hotel in Berlin. Zila Shahin, schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du es geschafft hast. Du hast erzählt, du warst heute Morgen schon beim Friseur und zum Frühstück gab es Reis bei deinem Friseur. Das ist mal ein ungewöhnliches Frühstück. Genau, ich war heute bei meinem Lieblingsfriseur Medeni und seine Mama bringt jeden Freitag immer was zu essen mit. Das wusste ich natürlich, deswegen war ich heute auch da. Und dann gab es tatsächlich Reis mit Hähnchen. Und das habe ich zum auch Frühstück? Gegessen. Ja, ich habe es nämlich zu Hause nicht mehr geschafft zu frühstücken, weil ich schnell los musste und das auf gar keinen Fall verpassen wollte heute mit dir. Aber ich sah so zerzaust aus und da dachte ich, muss ich vorher noch zum Friseur. Das sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Danke. Also du siehst immer toll aus. Und ich kann euch schon mal verraten, das müssen wir unseren Hörern ja immer ein bisschen erzählen. Die sehen ja nicht alles, was hier los ist. Die Zila kam hier rein und sagte eben, kann ich einen Kaffee haben, so einen Cappuccino? Und ich kann ihn endlich mal warm trinken. Also das hat Seltenheitscharakter, dass du einen Kaffee warm trinken kannst. Ja, tatsächlich. Also ich habe ja zwei kleine Kinder. Also Elia ist 2 Jahre alt, Noah ist 1 Jahr alt. Und wenn ich mir einen Kaffee zu Hause mache, komme ich meistens nie dazu, den auszutrinken. Oder wenn, dann eben nur kalt. Also und für mich ist warmer Kaffee wirklich Luxus. Und ich wollte jetzt einfach mal vorab einen Kaffee in Ruhe trinken, bevor es losgeht. Das sei dir total gegönnt und man hat das Glück in deinen Augen gesehen. Ja, danke Zila, dafür. Sehr, sehr gerne. Du bist jetzt in Berlin, du bist ja Berlinerin, aber im Moment ja, oder sagen wir so, in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen. Ich glaube, seit du mit deinem Mann Samuel zusammen bist, bist du jeden Sommer umgezogen. Das muss man sich mal überlegen. Ich habe auch mal geschaut, du hast dazu geschrieben, das ist das Schicksal einer Frau, die einen Fußballer liebt, ne? Weil neuer Verein heißt ja oft auch neuer Wohnort. Ihr wart in Norwegen, in England, ihr wart in Hannover, zwischendurch immer mal wieder in Berlin, jetzt in Österreich, da kommt ja kein Mensch mehr mit. Also ich komme selbst manchmal nicht so mit. Manchmal verwechsle ich auch die Geschichten, wenn ich irgendjemandem was erzähle, aber natürlich hat das auch seine Vorteile. Also ich selbst wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich irgendwann nach Norwegen reisen würde. Also durch den Fußball hat man natürlich auch die Möglichkeit, was von der Welt zu sehen. Aber es ist natürlich, wenn man Familie hat, auch schön, mal irgendwo langfristig sesshaft zu werden. Und deshalb hat sich mein Mann jetzt auch für Österreich entschieden. Wir waren Anfang der Corona-Zeit in Österreich bei seiner Familie in Oberösterreich. Und da habe ich das total lieben gelernt. Also es ist wirklich ein wunderschöner Ort. Ich sage immer, das ist ein magischer Ort, weil die Menschen da auch einfach so entspannt sind und so. Ja, ich habe viele spirituelle Menschen kennengelernt und die ruhen so in sich und das hat mir sehr gut getan. Also wir waren 5 Monate da, es hieß eigentlich, wir bleiben nur einen Monat und gehen dann wieder zurück nach England, aber weil er dort gespielt hat bei Barnsley und dann war die Saison aber zu Ende und dann stand aber schon wieder ein Vereinswechsel an und die Kinder lieben das auch total. Also die wollen jetzt auch gar keine Schuhe mehr anziehen, weil sie es da gewohnt waren. Einfach raus aufs Land, in den Garten. Und ich habe auch nie gedacht, dass ich irgendwann ein Haus mit Garten haben will. Aber das hat sich alles verändert. Also das ist wirklich mein Traum, ein Haus mit Garten auf dem Land zu haben. Wirklich? Mhm. Und also du hast ja eigentlich eingetauscht, das moderne Stadtleben in England gegen das Landleben
in Österreich. Ja. Und vermisst du ab und zu mal was, auch wenn du jetzt zum Beispiel so in Berlin bist? Ich meine, das ist ja auch eine sehr lebendige Stadt. Ich bin ja eigentlich eine totale Berliner Pflanze und ich liebe Berlin, weil es einfach so vielseitig ist und es ist immer was los, hier ist nie langweilig, hier sind meine ganzen Freunde, irgendwie gibt es in jedem Bezirk eine Erinnerung, ja, und ich muss hier auch ohne Navi fahren und klar, Berlin wird mir fehlen, auch allein die ganze Kunst und Kultur, die man hier genießen kann, die Theater, aber ich freue mich auch auf Österreich, weil Österreich, da kann man ja auch richtig gut Urlaub machen. Also wir haben da jetzt auch ein bisschen in Tirol Urlaub gemacht und es ist ja wunderschön. Und ich sag mal so, ihr habt in Österreich natürlich auch den Kaiserschmarrn. Also allein das ist ja schon Grund, nach Österreich zu gehen, ja, oder? Sehr lecker. Wie machst du das? Also ich glaube, ich würde den jeden Tag essen. Ja, also jeden Tag nicht, denn hauptsächlich koche ich ja sehr viel orientalisch. Also ich habe ja auch ein Kochbuch rausgebracht. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich mir schon ganz tolle Sachen rausgesucht. Und die werde ich gleich hier noch erzählen. Kaiserschmarrn ist eher so die Richtung von Samuels Mama. Die hat uns dann auch mit österreichischer Küche da verwöhnt. Aber ich bin so für den orientalischen Part zuständig. Deine beiden Söhne sind natürlich immer dabei, wenn ihr umzieht, logischerweise als Familie. Aber auch deine Mama. Mhm, ja. Das ist ja süß. Also die zieht, egal wohin, die Mama kommt mit. Ja, nicht ohne meine Mama. Ich bin sehr dankbar, dass meine Mama das mitmacht. Also sie war tatsächlich auch in Norwegen, in England, in Hannover, in Berlin, in Österreich. Also seit 3 Jahren pendelt sie nur mit, weil sie hat auch sonst keine weiteren Kinder. Sie hat auch keinen Partner und ohne sie hätte ich jetzt auch nicht Nachtschwestern drehen können. Und ich vertraue ihr einfach zu 100% und meine Kinder haben auch keinen Kindergartenplatz und sie handelt das sehr gut mit den Kindern, sodass ich jetzt auch hier beim Podcast bin. Ja, super. Also vielen Dank an die Mami an dieser Stelle. Was sagt die, wenn du schon vielleicht reinkommst und sagst, du Mama, der Samuel, der hat ein neues Jobangebot. Es könnte sein, dass. Schlägt die dann schon die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen, Kind, bitte nicht schon wieder woanders hin? Oder freut die sich vielleicht sogar? Nee, sie sagt immer, diesmal komme ich nicht mit. Aber im Endeffekt kommt sie dann doch mit. Und dann sagt sie aber jetzt kein weiteres Kind mehr. Ne? Da musst du echt aufpassen. Also da bin ich dann wirklich weg. Es reicht das auch. Reicht. Obwohl, das sagen Eltern ja immer, wir haben auch einen Hund, da haben auch meine Eltern gesagt, also wir passen nie auf diesen Hund auf. Jetzt rufen sie jeden Tag an und sagen, also wir können die Wilma ruhig mal nehmen. Gell? Also auch wenn ihr da seid, das ist gar kein Problem. Also ich glaube, die Mami wäre auch beim dritten Kind auf jeden Fall mit dabei. Was vermisst du denn bei all dem Umzugswahnsinn? Du hast gerade gesagt, es ist natürlich immer sehr viel Neues. Mhm. Und du hast viele tolle Leute kennengelernt, die muss man aber ja auch immer wieder zurücklassen. Ne? Das stelle ich mir schon schwierig vor. Ja, das stimmt. Also auf der einen Seite ist es super, weil du lernst immer wieder neue Leute kennen. Ich war auch total überrascht von den Norwegern, wie herzlich die sind. Und man hat jetzt aber natürlich nur noch über Instagram oder eben über WhatsApp Kontakt und sieht sich nicht mehr. Aber mir fehlen am meisten die Leute in Berlin tatsächlich. Aber ich denke, dass wir in den Ferien dann auch oder wenn Zeit ist, immer öfter nach Berlin kommen werden. Oder ich hoffe auch, also ich möchte meine Wohnung in Berlin behalten, sodass ich immer pendeln kann. Weil ich glaube, jobtechnisch wird mehr in Berlin gehen, also mehr in Deutschland gehen als in Österreich. Da kennt man mich, glaube ich, noch nicht so gut. Oh, du, das kann ja alles noch werden, ne? Man hat ja noch Ziele. Genau. Bei all dem Umzugsstress, du hast es eben schon angesprochen, dass dir nicht langweilig wird, drehst du nebenbei auch noch Serien, gerade Nachtschwestern bei RTL. Unter anderem hast du aber jetzt auch noch ein ganz tolles Kochbuch rausgebracht, bist unter die Autoren gegangen, Sillas Orientküche. Wie kam es dazu? Du hast gesagt, du kochst sehr gerne. Wie kam dann wirklich der Entschluss zu sagen, jetzt mache ich mal ein Kochbuch draus? Also es war gar nicht meine Idee, sondern meine Follower und Fans haben sich das total gewünscht. Die haben mir immer wieder geschrieben, bitte teil doch nochmal das Rezept, was du auf Instagram gepostet hast und wie war denn das? Und ich schaff's einfach wirklich nicht jedem Einzelnen zu antworten und bin auch irgendwie nicht so auf die Idee gekommen, alle Rezepte hochzuladen. Und dann kam der GU-Verlag auf mich zu und hat gesagt, ja, ey, wir haben gesehen, du postest immer so fleißig tolle Rezepte. Hast du nicht Lust, mit uns ein Kochbuch zu machen? Und ich dachte so, echt, wirklich, kriege ich das hin? Und ja, doch, mach doch mal. Schick uns doch mal das, was du gerne isst, deine Lieblingsrezepte. Und das habe ich dann gemacht, habe alles aufgeschrieben, mit Mama telefoniert, meinen Vater angerufen. Du weißt noch in der Kindheit dies und das und alles runtergeschrieben und das fanden die so gut und dann kam es zum Buch.
Super. Und da sind ja wirklich coole Sachen dabei. Bei dir kann man wirklich sagen, Liebe geht durch den Magen, das berühmte Sprichwort. Denn es gibt ja, wie man so schön sagt, aphrodisierende Rezepte. Mhm. Da habe ich gedacht, da muss ich natürlich gleich mal den Küchen- und Schlafzimmer-Check mit dir hier machen. Ein sexy Kochbuch sozusagen. Mhm. Und wir fangen mal an, Silla, mit meinem Favorite, das finde ich allein jetzt vom Namen schon klasse, Aphrodites Liebeselixier. Mhm. Was ist da drin? Also man muss dazu sagen, da ist auch Alkohol drin, also ein Schuss Raki, aha, Blutorange, Kardamom, man kann auch einen Schuss Zimt reinmachen, Granatapfelsaft und das ist ja schon aphrodisierend. Also zumindest habe ich bei meinem Mann den Eindruck. Also wie viel hat er davon bekommen? Naja, also je mehr, desto besser natürlich. Aber er trinkt das sehr gerne und ich, ja, also ich kriege den Raki so nicht runter, weil er mir einfach zu bitter ist und zu hart. Und ich dachte mir, es muss doch auch irgendwie anders gehen. Weil, in lecker. Ja, genau. Mhm. Und deswegen dachte ich, muss da noch was Süßes rein, wo man den Raki halt wirklich nicht mehr so intensiv schmeckt. Und da wir natürlich zu Fischgerichten und Fleischgerichten gerne mal auch einen Raki trinken, dachte ich, den muss man doch irgendwie verändern und so kam das zustande. Also ich wollte ihn auch einfach nur wirklich mal runterkriegen und und mein Mann trinkt das auch gerne hin und wieder. Das heißt, das ist quasi ein super Drink für Singles, aber auch vielleicht für Paare, die in die Familienplanung gehen. Genau. Hat es bei dir auch geholfen? Ja. Ja? Ja. Meinst du, deswegen hat es mit den zwei Schwangerschaften geklappt? Also ich glaube, dass Kochen wirklich ein Liebesbeweis ist. Und auch gerade heutzutage in dieser schnelllebigen Zeit. Das ist einfach, du nimmst dir Zeit und du, also für mich geht das nur mit Liebe. Ja, also ich mache alles, was ich koche, wirklich aus Liebe. Und wenn mein Mann das schmeckt, ist es für mich das Allerallerschönste. Genauso auch, wenn ich Freunde zu Besuch habe oder so. Bei uns geht keiner irgendwie ohne Essen nach Hause. Das ist für mich ganz unbefriedigend, wenn jemand mich besucht und nichts isst. Also wenn man Diät macht, sollte man nicht zu euch kommen. Nein. Das ist nicht so schön. Also das heißt immer, auch meine Mutter ist ja auch oft da, dann sagt sie immer, Silla, willst du denn nicht zu essen anbieten? Der hat noch nichts gegessen und so. Das ist halt für uns das Allerschönste, wenn wir Besuch haben und der was zu essen bekommt und dann satt und glücklich nach Hause geht. Ist aber auch so ein bisschen kulturell bei euch. Und ja, ich meine, man kriegt ja da auch gerne so einen Tee und immer ein paar Nüsse. Mhm. Also es ist ja aber auch ein bisschen cozy, ja, was ja eigentlich total schön ist. Ja. Es gibt in deinem Kochbuch noch die Fruchtbarkeitsmarmelade. Was ist da noch drin, außer Erdbeeren oder Beeren? Also die steigert die Potenz auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ist aber auch gut für Fußballer. Also, ne, also vorm Spiel oder so mal so ein bisschen Fruchtbarkeitsmarmelade. Das können wir ja direkt mal adressieren, ja, in Ried. Genau. Vorm Spiel gibt es erstmal Brote mit Fruchtbarkeitsmarmelade. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das so rausbringe, als, ja, als Marmelade zu kaufen im Supermarkt. Ich finde es lustig. Ja. Also, die gab es bei deinem Mann dann auch? Mhm. Ja, ich meine, jeder fragt mich ja, warum hat das so schnell wieder geklappt? Und, ja, man muss dazu sagen, du hast ja wirklich entbunden und warst eigentlich kurz danach direkt wieder schwanger. Also ich muss dazu sagen, dass ich danach wirklich nicht Lust hatte. Ja, also nach so einer Entbindung ist man auch erstmal erledigt. Kann man nachvollziehen. Körperlich. Mhm. Und hat alles andere im Kopf, außer gleich wieder Sex zu haben. Es hat tatsächlich 3 Monate gedauert, aber nach 3 Monaten war die Lust dann so da. Das ist gleich, dann gab es die Fruchtbarkeitsmarmelade und los ging's. Es hat gleich beim ersten Mal geklappt, würde ich sagen. Aber ist doch der perfekte Beweis. Ja. Also deine Sachen funktionieren. Was hat es mit den Anmachdatteln auf sich? Die scharfen Anmachdatteln, ja. Die sind super geeignet, wenn man ein Date hat und zu Hause einlädt zum Essen. Also als Aperitif vorab. Also da ist auch ganz viel tolle Lebensmittel drin, wie Walnuss, Ziegenfrischkäse, dann auch Granatapfel, Zimt, Kardamom, Chili. Und ich glaube eben, dass manche Gewürze tatsächlich aphrodisierend wirken. Macht scharf auch scharf? Ja, scharf macht scharf. Kann man ja eigentlich sagen. In, ne, der Mischung mit was Süßem, finde ich, macht es scharf. Also die Datteln, die geben ja sowieso Energie. Schatz, heute Abend gibt es Datteln, nur mal so am Rande. Und du hast eben erzählt, deine Mama
und dein Papa, die haben an dem Kochbuch auch mitgearbeitet. Ich glaube jetzt eher nicht so an den aphrodisierenden Kapiteln wahrscheinlich. Dein Papa hat ein super Pizzarezept beigesteuert. Sekis Ratzfatz Pide Pizza. Nochmal? Seki, also Seki ist sein Vorname, Sekis Ratzfatz Pide Pizza. Was kann die? Die ist super schnell gemacht einfach. Das ist einfach nur eine Pide, also eine normale türkische Pide, Fladenbrot. Mhm. Halbierst du und dann belegst du die und tust sie in den Ofen. Du sparst dir halt den Pizzateig und somit bist du schnell satt. So, und bei Kindern ist das natürlich, also Elia, mein Sohn, liebt die total. Du kannst die natürlich beliebig belegen. Im Buch ist sie einmal mit Fleisch und einmal ohne. Also mit Knoblauch, Wurst kannst du sie belegen, aber auch mit Mais. Also je nach Bedürfnis einfach. Ja, und es ist auch eine super Kinderbeschäftigung, genau. Oder? Das können also Kinder auch super belegen und wie gesagt, Zeit ist ja auch nicht immer so unwichtig, wenn du eben zwei kleine Kinder hast. Deswegen dachte ich, müssen da auch Gerichte rein, die eben nicht stundenlang dauern irgendwie. Mhm. Ja. Wie ist das bei euch? Hast du das Kochen oder die Kochkunst oder Lust von deiner Mama? Ich hatte auch hier im Podcast die liebe Sally von Sallys Welt, ja. Die ja auch mega kochen und backen kann. Mhm. Und die hat erzählt, lustigerweise, ihre Mama, die kommt dann immer noch, obwohl die Sally ja wirklich die krassesten Sachen da kreiert und sagt immer, ne, das hätte ich jetzt aber irgendwie anders gemacht. Ja, es ist tatsächlich so, das haben so türkische Mütter, glaube ich, an sich, dass die immer irgendwie noch was zu mäkeln haben oder immer alles besser wissen. Meine Mutter ist tatsächlich auch so und guckt auch immer noch über meine Schulter. Aber natürlich ist sie auch wahnsinnig stolz, weil ich habe hier natürlich auch ihre Gerichte drin. Sie kommt ja vom Schwarzen Meer und da gibt es halt so auch so typisch Gerichte, die einfach sehr bekannt sind aus dem Schwarzen Meer. Und die finden hier natürlich auch statt in dem Buch. Und sie ist einfach stolz. Als sie das Buch gesehen hat, das war kurz vor meinem Buchlaunch, hat sie es tatsächlich erst gesehen. Und dann hat sie so ins Buch geguckt, hat mich angeguckt und meinte, so ist ja doch noch was aus dir geworden. Wow, also bei allem, was du gemacht hast, ja. Da kam es noch nicht, aber bei dem Buch, ja. Da kam der entscheidende Satz. Also jetzt, das ist Kochbuchautorin ist für sie. Jetzt hast du alles erreicht. Jetzt habe ich für sie wirklich alles erreicht. Ja, aber das ist doch auch schön. Ja. Du hast gesagt, die Rezepte von deinen Söhnen, die Lieblingsrezepte sind auch drin. Das ist einmal die Ratzfatz-Pizza. Genau, also dann gibt es Müschwer, das sind so Linsen. Puffer, dann gibt es die Kartoffelpuffer, dann lieben sie aber auch Hähnchen. Also sie lieben wirklich also das meiste, was da drin ist. Wie kriegt man das hin? Weil ich höre ganz oft von Müttern, dass Kinder ja oft nicht so Lust auf verschiedene Sachen haben, gerade auf Dinge, die gesund sind. Hast du da so einen Trick, wie man das an Kinder doch ranführt? Also ja. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Tochter und die wäre so gerne größer, weil es gibt eine Achterbahn, wo sie unbedingt rein will und die haben so eine Größentabelle und sie ist halt immer noch zu klein. Und sie sagt jedes Mal, Manu, ich will aber unbedingt mit dieser Achterbahn fahren. Dann sagt der Papa, ja erst, wenn du so und so groß bist. Und dann sagt er immer als Trick, wenn sie wieder kein Gemüse essen will, sagt er, du musst das Gemüse essen, da wächst man schneller, da kannst du schneller in die Achterbahn. Und das funktioniert super. Also man muss immer so ein bisschen schummeln bei Kindern. Ne? Das stimmt. Also es ist immer wichtig, wie man den Teller anrichtet. Das habe ich tatsächlich von meinem Vater gelernt, weil mein Vater... Ich sage immer, Papa, du hast deinen Beruf verfehlt. Er ist ja Schauspieler und Lehrer und ich sage, am besten kannst du eigentlich kochen. Und er hat früher immer meine Teller so bunt angerichtet und immer mit so Gesichtern aus diesem ganzen Gemüse. Und ich glaube, es ist halt wichtig für Kinder, dass man das immer so ein bisschen spielerisch macht. Also Elia liebt im Moment Dinosaurier. Mhm. Also bei uns, wenn es dann morgens zum Frühstück ein Ei gibt, sage ich immer, das ist ein Dino-Ei. Das hat der Dino extra für dich gelegt. Und das erzähl mal irgendwelche das Geschichten. Das funktioniert. Ja. Ja, das ist doch super. Und genauso auch mit den Gerichten. Ich so, guck mal, das ist ein Dino-Gericht und das hat er extra für dich gemacht. Und bis er irgendwann mal sagt, Mama, es gibt gar keine Dinos. Ja, stimmt. Das kommt dann irgendwann. Aber bis dahin funktioniert es. Bis dahin funktioniert es. Und ich habe aber auch schon relativ früh, also die waren 6 Monate, da habe ich schon immer wieder so ein bisschen zum Probieren in den Mund gegeben und so. Und dann natürlich auch püriert viel, viele türkische Suppen oder alles eben schon püriert sehr früh gegeben. Mhm. Und einige fanden das nicht so gut. Ich fand das gut, weil mir hat mein Kinderarzt auch gesagt, dann kriegen die auch weniger Allergien. Ruhig immer alles probieren. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie jetzt auch echt nicht so wählerisch sind. Mhm. Ja. Ist Kochen so ein Ruhepol für dich bei all deinem Umzugsstress und deinem Nomadenleben, kann man ja eigentlich schon sagen, dass du sagst, okay, da bin ich einfach mal für mich, da habe ich Zeit für mich. Du hast ja eben gesagt, du hast gerne auch Freunde,
da, die dann bei euch bekocht werden. Aber ist es für dich auch so ein Moment, wo du einfach sagst, so, das ist mal Me-Time? Auf jeden Fall. Also Kochen, beim Kochen kann ich richtig runterkommen, da fällt der ganze Stress ab. Aber ich muss dazu sagen, ich muss alleine kochen. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn in der Küche noch jemand steht. Und ich schicke meine Mama mal weg. Ich so, Mama, kannst du bitte mit dem Zwillingswagen rausgehen und eine Runde mit den Kindern spazieren gehen? Weil ich kann am besten alleine kochen. Und dann mache ich mir schöne Musik an, mache mir ein Aphrodites Liebeselixier noch vorab. Dann geht's rund. Dann geht's rund. Nee, wirklich. Also ich mache das wirklich gerne. Kannst du mit Samuel zusammen kochen? Habt ihr das mal versucht? Nee, das funktioniert auch nicht. Also Samuel kann gerne zugucken. Und, aber bitte Finger weg. Finger weg, das ist mein Part. Und habt ihr auch keine Arbeitsteilung? Ich habe auch mal von einer Bekannten gehört, die sagte immer, sie kocht und der Mann muss wegräumen. Ja, der freut sich. Also er hilft mir schon, das geht auch gar nicht anders. Man braucht auch Hilfe mit zwei kleinen Kindern. Man kann nicht immer alles alleine machen. Und ich bin auch so, dass ich mir das dann einfordere. Also ich sage dann, Schatz, du pack mal jetzt mit an. Ne? Die Spülmaschine räumt sich nicht von alleine genau. aus. Ich glauben ja Männer immer noch. Ja. Und es gibt auch ein Kapitel in deinem Kochbuch, Silla, für Mamas, wenn es mal schnell gehen muss. Ich finde einfach, du kannst als Mama nicht immer sehr aufwendige Sachen machen. Also das schaffst du nicht. Ich sitze zum Beispiel manchmal nachts da und roll Weinblätter ein. Und pack die aber in den Kühlschrank und dann kannst du die 3 Tage essen. So, weil ich es halt tagsüber natürlich nicht schaffen würde, mich da jetzt 2 Stunden hinzusetzen und die einzurollen. Oder mal schnell eben Börek zu machen. Das mache ich meistens nachts und dann hast du am nächsten Tag was davon. Es ist natürlich auch so, dass du viel vorkochst. Ja, also du musst halt schon so ein bisschen organisiert sein. Also Zeitmanagement ist ganz wichtig. Ja. Definitiv. Aber natürlich gibt es auch einfache Sachen, die man machen kann. Und in dem Buch sind eben auch Rezepte, wo es eben schnell geht. Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Ein großes Thema ist natürlich die Ernährung, auch Lifestyle, Fitness, alles Mögliche. Und natürlich auch Beauty-Rituale. Du hast eben schon gesagt, manchmal hat man einfach keine Zeit als Zweifach-Mama. Gibt es denn trotzdem ein Beauty-Ritual, von dem du sagst, also das darf bei mir nie fehlen, egal wie viel Zeit ich habe? Ich bin ja schon froh, wenn ich um 16 Uhr geduscht bin. Also du, heute manchmal ist er mit den kleinen Dingen zufrieden. Heute hast du auch geduscht, wow. Ja, also so ein schönes Bad ist natürlich für mich echt was Besonderes. Mal eine Stunde baden und dabei vielleicht noch einen Kaffee genießen oder einen Tee, der an der Seite steht. Einen warmen. Ich freue mich immer, wenn ich auf ein Event gehen kann und dann schön geschminkt werde oder zum Friseur gehen kann. Das ist für mich tatsächlich dann ein bisschen Luxus. Gibt es ein Beauty-Produkt, was du immer dabei hast, immer in deiner Handtasche hast? Ich habe immer roten Lippenstift dabei. Ja, dann habe ich Parfum, habe ich immer dabei. Also auch, wenn man halt nicht jeden Tag duscht. Genau. Ist immer gut, den zu haben. Nee, also ich liebe Parfum und tatsächlich Concealer habe ich dabei für die Augenringe. Ganz wichtiges Thema. Ja. Ja. Und das, was ich am meisten benutze zu Hause, nachts mal so Augenpads. Über Nacht machst du die drauf? Ich lasse die dann, ich schlafe damit dann einfach und ich denke dann, das wird dann besser, dann kommt es gar nicht erst zu den Augenringen. Freut sich der Mann auch, weißt du? Erst schön vorher die aphrodisierenden Getränke und dann die Augenpads. More than sexy goes not. Ach, der ist das schon gewohnt. Der mag das auch eigentlich viel lieber, wenn ich so natürlich unterwegs bin. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Du, absolut. Gerade jetzt so in Corona-Zeiten, sag ich mal, hat sich ja auch viel gezeigt. Ne? Ja, so sieht ihre Frau wirklich aus. Silla, ich frage ja auch vorher immer in meinen Stories, was die Leute gerne wissen möchten von meinen Gästen. Und ein ganz großes Thema sind immer Haare. Also das ist bei uns Frauen, glaube ich, wirklich ganz, ganz weit vorne. Du hast ja eine absolute Traummähne und eigentlich schon seit ich dich kenne, wir kennen uns ja auch schon viele, viele, viele Jahre jetzt. Das stimmt. Gibt es da ein Geheimnis? Sind das einfach gute Gene? Was steckt dahinter? Ja,
Also auf meine Haare werde ich tatsächlich öfter angesprochen. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen heller, weil ich glaube, Blondinen haben einfach mehr Spaß. Ah. Blondinen, der rote Lippenstift und das Liebeselixier. Also, holla die Waldfee. Kind Nummer 3 ist unterwegs. Ja. Nein, also ich habe tatsächlich, glaube ich, einfach die Haare von meiner Mama, die sind auch so dick und fest. Sie hat immer noch sehr, sehr gute Haare. Mhm. Ich muss aber sagen, nach meiner Schwangerschaft, also nach der zweiten Schwangerschaft, sind sie mir extrem ausgefallen. Mhm. Und da musste ich dann auch Präparate nehmen, dass das wieder voller wird. Und das habe ich auch gemacht. Also ganz viel Vitamine zu mir genommen. Und ich wasche sie tatsächlich auch nicht so oft, nicht weil ich es nicht schaffe. Aber ich glaube, dass zu oft Waschen auch nicht so gut ist. Das trocknet die Haare aus. Und ich wasche sie eigentlich nur 1 bis 2 Mal die Woche. Mhm. Und wie war das in der Schwangerschaft? Weil da hört man ja auch immer wieder, dass da die Haare ja so ganz toll sein sollen, ne? Genau, in der Schwangerschaft hatte ich, das habe ich dir auch geschrieben, dass du so einen extremen Glow hast. Und ich habe es tatsächlich auch schon gewusst, dass du schwanger bist, weil du hast es so ausgestrahlt. Aber ich wollte auch nicht indiskret sein, ne? Und es wäre ja auch blöd, wenn du es nicht wärst. Und dann denkst du vielleicht, oh Gott. So, danke. Nee, also ich habe es an dir auch gesehen. Ich finde, Schwangere haben so einen bestimmten Glow. Also du strahlst. Aber ich finde, man anders. Selber sieht den nicht. Hast du den bei dir gesehen? Doch. Ja? Doch, den siehst du. Also nee. Du musst besser drauf schauen. Ja? Ja. Dann gucke ich nachher nochmal genau hin. Ich ertappe mich immer nur, wenn ich an einem Spiegel vorbeilaufe. Da merke ich erst wieder, dass ich schwanger bin, weil ich denke immer zwischendurch, ich bin das gar nicht. Ja, das ist ja. Die Schwangerschaftsdemenz, glaube ich. Die habe ich wirklich, ohne Witz. Also ich glaube wirklich, dass ich die habe. Das ist ja immer so ein bisschen, klingt wie so ein Mythos, aber ich vergesse wirklich alles. Mhm. Hattest du das auch? Ja, extrem. Also ich habe ja in meinen 2 Schwangerschaften Nachtschwestern gedreht und ich habe immer am Set gesagt, Leute, es wird heute länger dauern. Ich konnte mir die Texte teilweise auch nicht mehr merken, weil du bist halt nur mit dir beschäftigt, mit dem kleinen Wesen, was in dir heranwächst und alles andere ist unwichtig, was ja auch irgendwie cool ist, weil du wirst viel gelassener und fokussierst dich wirklich nur aufs Wesentliche und bist so in deinem Film. Ich habe tatsächlich Elia mal beim Bäcker vergessen. Dein Sohn? Ja, also beim Bäcker unseres Vertrauens zum Glück. Also ich war frühstücken mit Elia und war schwanger mit Noah. Es war auch schon gegen Ende der Schwangerschaft, so der zweiten Schwangerschaft. Und dann habe ich in der Eile, weil ich an dem Tag so viele Termine hatte, ich musste noch zum Frauenarzt und. Der ganze Tag war voll. Jedenfalls bin ich zum Auto, ich hatte direkt vor der Tür geparkt und meinte zu der Frau, also die ich auch kenne, pass mal kurz auf, ja, auf Elia, ich bin gleich wieder da. So, sie so, ja, mach dir keine Sorgen. Bin ich zum Auto, hab alles eingepackt, Maxi, Cosi, Wickeltasche, Kinderwagen reingestemmt. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren und dachte, ohne Kind. Und dann dachte ich, also es ist mir natürlich zum Glück gleich wieder aufgefallen. Immerhin. Ja, aber und das war auch echt so, wo ich dachte, das stimmt echt wirklich mit der Schwangerschaftsdemenz. Oh je. Ja, also ich merke das wirklich. Ich sage in einer Minute, super, ich mache das und das und die nächste Minute weiß ich es nicht mehr. Ja. Aber es ist schön, dass mein Mann das jetzt auch hört, dass der auch weiß, es ist normal. So. Die Franzi hat mir erzählt, Knüpper, die war auch schon hier im Podcast, sie sagte, pass auf, es wird noch schlimmer, es gibt auch die Stilldemenz. Ja, das gibt's. Also man gibt sein Hirn einfach ab. Ja. Aber sie sagt, das kommt wieder. Das kommt wieder. Das ist doch schön. Und es ist auch gut, weil man wirklich dann auch nur mit dem Wichtigsten beschäftigt ist. Es fordert einen ja auch so viel ein. Also es hat mich total verändert. Ich bin viel entspannter geworden. Früher war immer alles so wichtig und oh, das musste noch gemacht werden und dies und oh, meine Haare sitzen nicht, oh, mein Make-up und oh, jetzt das Kleid passt nicht. Alles egal. Du wirst so entspannt. Also man setzt eigentlich ganz andere Prioritäten. Voll. Das Kind wird dein Leben bestimmen. Das ist so. Schatz, du bist raus. Wollte ich an dieser Stelle nur sagen. Ja. Thema Sport, Silla, ich meine, du hast ja einen sehr sportlichen Mann. Das ist natürlich auch immer gemein, wenn der den ganzen Tag trainiert, ne? Und dann kann er natürlich auch viel futtern und man selber denkt, okay, wann soll ich das eigentlich zwischen all dem Wahnsinn noch machen? Machst du auch Sport oder macht ihr vielleicht sogar zusammen Sport? Zusammen funktioniert nicht, weil der einfach total übertreibt mit seinen Übungen. Da komme ich einfach nicht hinterher. Oh, das glaube ich dir. Ich bin gar nicht so sportlich, wie alle immer denken. Also vorher auch, als ich so schlank war, dachten viele immer... Das heißt, als du so schlank warst? Ja, also ich habe jetzt wieder abgenommen, aber ich bin schon femininer, also weiblicher und ich fühle mich auch wohl mit meinen Rundungen. Wie viel hast du denn also zugenommen? Also wenn du sagst, früher war ich so dünn, ja, was ist also das für eine Spanne? Ich habe schon so 20 Kilo zugenommen gehabt. Mhm. Also jetzt mit Kindern?
Also nee. In der Schwangerschaft? In der Schwangerschaft, ja. In den beiden Schwangerschaften. Okay, aber da hast du ja ganz viel wieder runter. Ja. Ja, aber wenn mich die Leute fragen, es gibt in meinem Kapitel auch eben Salate und Suppen, mit denen ich auch wirklich abgenommen habe. Es gibt Healthy Week, heißt das Kapitel, und darauf könnte ich schwören. Und ich habe tatsächlich auch am Anfang mit einer Weight Watchers Diät angefangen und bin dadurch auch auf diese gesunde Ernährung gekommen und habe für Elia ja sowieso immer versucht, gesund zu kochen. Und ich glaube halt, dass es aber eben auch nur mit Bewegung geht. Also du musst halt dich gut ernähren, du musst aber auch Sport machen. Aber mit zwei Kindern habe ich wirklich auch nur rumgerenne im Moment, dass ich... Kommt man gar nicht zur Ruhe. Nee. Aber kannst du sagen, wie viel Kilo hast du mehr von damals, bevor du die Kinder hattest und jetzt heute, also jetzt, wo du auch wieder abgenommen hast? Jetzt bin ich fast wieder auf meinem alten Gewicht. Also ich habe vorher 55 Kilo gewogen, jetzt wiege ich 57 Kilo. Ich glaube, am Ende ist es immer so, wie man sich am wohlsten fühlt. Ne? Ich glaube, es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn man immer auf Diät ist. Es gibt ja auch Frauen, die sich so alles verkneifen. Ich glaube, das ist auch ganz schrecklich. Ja, also das macht dich auch nicht glücklich. Also vor allem auch, wenn du stillst, würde ich das nicht machen, weil auch in der Schwangerschaft, finde ich, sollte man überhaupt nicht fasten. Man hat so viel Gelüste. Das mache ich auch nicht. Nein, bitte nicht. Also meine Mutter hat immer gesagt, so, das wünscht sich das Kind. Wenn du so Gelüste hast, dann musst du das auch essen, weil das ich glaube, dass das wirklich zugute kommt dann. Hattest du so freaky Gelüste? Oh, ganz ehrlich? Krasse Gelüste, aber auch so. Ich hatte das ja gar nicht so extrem. Nein? Nee. Also ich hatte unglaubliche Lust am Anfang auf Sushi, also natürlich dann vegetarisches Sushi, weil ich glaube, das war so schön salzig dann mit der Sojasauce. Mhm. Da musste der Felix auch ab und zu mal los und zwar jetzt musste es dann Sushi sein. Aber zum Beispiel habe ich gar keine Lust mehr auf Süßes. Mhm. Kaffee auch überhaupt nicht mehr. Ich trinke morgens einen, aber auch so mehr oder weniger, weil ich sonst nicht aus dem Quark komme. Mhm. Aber ansonsten Gelüste, so irgendwie Schokolade mit sauren Gurken oder sowas, gar nicht. Was gab es bei dir? Also ich war ja total wassereissüchtig. Mein ganzes Kühlfach war voller Wassereis. Das ist total lustig, weil mir die Leute teilweise immer noch Wassereisfotos schicken, weil ich in der Schwangerschaft so viel Wassereis gepostet habe. Auch in der zweiten Schwangerschaft hatte ich extreme Wassereisgelüste, aber auch eben so ganz viel süß mit sauer und salzig, saure Gurken mit Nutella. Also wirklich so typisch, also klischeemäßig. Und hast du das Wassereis dann auch schon zum Frühstück? Brauchtest du das so richtig morgens auch schon? Auch nachts. Also ich bin nachts aufgewacht und habe irgendwie eine ganze Packung Wassereis verdrückt. Das ist ja Wahnsinn. Ich hatte immer so ein innerliches Brennen und hatte auch viel Sodbrennen. Und dieses Wassereis war für mich so schön, erfrischend, kühl. Kannst du es jetzt noch sehen? Ja. Aber viele sagen ja, was sie in der Schwangerschaft so ganz extrem gegessen haben. Mhm. Also so sehr, wie das auf einmal anfing, war es dann auch wieder weg. Also mit dem Kind war dann auch alles, auf was man da so Lust hatte, weg. Das gibt es dann zum Beispiel auch. Ja. Ja. Du bist ja viel aktiv, Zilla. Du drehst nebenbei, du bist ja auch Schauspielerin, du bist jetzt Autorin, hast die zwei Kinder, bist Umzugsprofi. Wie machst du das denn eigentlich dann immer mit der Familie? Also deine Mama ist natürlich irgendwie immer da. Merken die zwei eigentlich schon, also Noah und Elia, oh Mann, jetzt ist die Mama irgendwie nicht da? Also fällt dir das schon schwer, dann die Familie auch mal zurückzulassen? Ja, also ich war jetzt gestern für zwei Tage in Köln und Düsseldorf und musste da drehen. Also die haben mir dann auch richtig gefehlt. Ich bin nachts auch ein paar Mal wach geworden und dachte mir so, huch, irgendwie ist es so ruhig. Es fehlt. Schlafen, es fehlt was. Und ich habe tatsächlich nach dem Dreh, obwohl das so ein langer Tag war, war ich bis 2 Uhr wach, weil ich so viel Zeit für mich hatte auf einmal und dann einfach so Sachen für mich gemacht habe. Was machst du dann? Ja, lange ausgiebig schön gebadet, stundenlang. Dann mal was gelesen, ja, und auch ein bisschen Fernsehen geguckt, dann im Handy rumgesetzt. So ganz verrückte Dinge. Ja, einfach mal so nur Zeit für mich und ja, es war echt gut, aber wir fehlen dann auch. Also am dritten Tag war es dann so, oh Gott, ich freue mich jetzt voll auf nach Hause. Mhm. Ja. Was ist euer, kann man das so nennen, Liebesgeheimnis von dir und Samuel? Weil ich glaube, es ist nicht einfach, ständig umzuziehen, beide im Job zu sein, ständig ist irgendwas, man hat zwei kleine Kinder. Also ich glaube, man muss sich heutzutage auch sehr viel Mühe geben, als Paar auch noch zu funktionieren, dass man sich in all dem Gewusel nicht verliert. Das stimmt, da gebe ich dir zu 100% recht. Also er kann wirklich immer nur einen Tag die Woche kommen. Mhm. Und dann ist es auch
eine ganz intensive Zeit eben nur mit den Kindern. Also Zeit zusammen ist schon so lange her und ich freue mich einfach drauf, wenn wir jetzt nach Österreich ziehen, dass wir da, weil da hat er Omas, Tanten, Onkel, also das ist so viel, da haben die auch einen Kindergartenplatz tatsächlich schon. Da geht das. Aber wir haben auch noch kein Haus da. Also er ist noch gerade mitten in der Suche und jeden Tag schickt er mir irgendwie ein paar Häuser oder Wohnungen und bisher war noch keins dabei, wo ich gesagt habe, es passt. Und ich freue mich einfach, dass wenn wir jetzt demnächst bald was haben, dass wir wieder Zeit füreinander haben. Also, das heißt, ihr seid jetzt wie in der, im Moment in der Konstellation? Also wer ist jetzt im Moment noch wo? Genau, wir, also meine Kinder und ich und meine Mutter und sind hier in Berlin und Sammy ist in Österreich, lebt aber gerade im Haus von seiner Mutter. Ich habe noch nichts gefunden. Ich mache hier einen Aufruf. Wer in Österreich ein schönes Haus für die Familie hat, bitte hier melden. In Ried im Innkreis, Oberösterreich. Kleines Dörfchen. Es ist gar nicht so einfach. Du würdest auch mit Liebesdrinks kommen. Ich würde mit. Zur Einweihungsparty. Ja, ich habe auch schon überlegt, dann mache ich da auch so ein kleines orientalisches Café auf. Hätte ich total Bock drauf. Ja? War das schon immer so ein Traum? Weil ich glaube, also Leute, die einen Kaffee aufmachen und ein Restaurant, die haben ganz oft erzählt, dass sie das eigentlich sich irgendwie schon immer gewünscht haben oder immer davon geträumt haben. Schon immer. Also auch während meiner Zeit bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, habe ich immer das, den Traum gehabt, ein eigenes Café zu haben irgendwann. Was wäre das dann für ein Café? Würde es dann quasi genau die Sachen geben wie in deinem Kochbuch? Ja, also klar würde es auch orientalische Küche geben, aber natürlich auch Gebäck. Und eben auch ganz tolle Cafés und Tees und eben Baklava und so weiter, Baklava-Style, Pancakes und sowas. Also ganz viel leckere Sachen und ich würde gerne so ein kleines Künstlercafé haben, wo die Leute dann auch ihre Bücher vorstellen können, Künstler auftreten können, Sänger auftreten können, wo Gemälde von verschiedenen Künstlern hängen. Also das wäre so mein Traum. Dann hättest du deine Kultur aus Berlin quasi in der Heimat. Ja, das klingt doch auf jeden Fall nach einem tollen Konzept. Also so wie ich dich kenne als Powerfrau, dauert das auch nicht mehr lang. Wenn ihr das Haus habt, dann kommt das Café. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und sag mal, du hast mit deinen Männern zu Hause ja alle Hände voll zu tun. Würdest du sagen, die Familienplanung ist bei euch abgeschlossen? Bei all den aphrodisierenden Sachen in eurem Haushalt? Also immer, wenn ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall. Ging's los. Ich habe ja immer gesagt, dass ich mir irgendwann vorstellen könnte, auch ein Kind zu adoptieren. Der Wunsch ist auch noch da. Und ich glaube einfach, dass es jetzt zu früh wäre, weil beide mich extrem noch brauchen und sehr fordernd sind. Und ich einfach jede Menge noch zu tun habe mit den beiden. Und die im Kindergarten sind, könnte ich mir das schon vorstellen. Also ich muss gar nicht unbedingt selbst eins bekommen, weil die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Und ich würde halt gern eins adoptieren. Oder der Samuel futtert noch ganz viel Frühstücksmarmelade. Silla, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir könnten noch ganz, ganz viel weiter quatschen. Ich lese mich jetzt auf jeden Fall durch das tolle Kochbuch. Du hast mir eins mitgebracht. Das ist für dich und ich schreibe hier noch was rein für dich. Und ich hoffe, dass du deinem Kind dann auch irgendwann orientalische Küche anbietest. Du, mit der Muttermilch. Danke dir. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein bunte Original-Podcast.